Ja, unser dritter Punkt. Pastoral Urbana nun konkret. Ich möchte Sie ein bisschen an die Hand nehmen, dass wir auch Kontexte in Argentinien oder Kolumbien, Mexiko-Stadt kurz hier uns anschauen. Eben auf diesem Hintergrund der im letzten Teil ja da genannten These, was das Leitmotiv dieses ganzen Vortrages ja ist. Das heißt, die Stadt als Zeichen der Zeit, als Referenzpunkt für neue Gestalten, dann auch der Pastoral. Das ist verbunden, so eben Papst Franziskus, mit einer ganz entscheidenden auch Umkehr, Bekehrung. Darum habe ich eben auch einführend in den Vortrag auch bewusst diesen Umkehrruf des Jona auch benannt. Conversion, pastoral, pastorale Umkehr, zentrales Leitmotiv von Franziskus, was eben verbunden ist, dann auch mit einem Exodus, in Anführungsstrichen eben aus vertrauten, eingespielten Strukturen. Wahrscheinlich schon auch, dass für unsere Diskussion oder auch Podiumsgespräch eine provokante These, aber das ist die Provokation, die Papst Franziskus selber setzt, in der Tiefe die Provokation des Evangeliums, provokare herausgerufen zu werden, je neu von Gott selbst, von Jesus Christus, der eben dort an diesen vielen anderen fremden Orten zu entdecken ist. Und das hat jetzt auch ekklesiologisch im Grunde auch damit zu tun, mit dem, was Franziskus stark gemacht hat, auch mit der Synode, Kirche als Synode. Im Grunde sind wir ja auch eine kleine Synode. Synodos heißt, zusammen auf dem Weg zu sein. Das ist beschränkt, befristet. Heute eben diese kurze Zeit hier. Es gibt natürlich die großen und definierten Gestalten, selbstverständlich, also auch Strukturen der Synode. Aber Franziskus steht dafür, genau für diese Kirche auf dem Weg mit den vielen anderen. Ich denke, diese jetzt auch systematisch-theologischen, auch ekklesiologischen Impulse von Papst Franziskus sind in vielem, das sage ich als katholische Dogmatikerin, noch aufzugreifen. Gerade auch dann dieser Aspekt der Mission, der nicht etwas Peripheres ist, sondern wo der Papst im Grunde auch diesen Gedanken der Mission in das Herz hineinholt, der Erneuerung von Kirche, Mission und Evangelisierung. Das ist Leitmotiv für das Konzil Lumen Gentium, Jesus Christus als Licht der Völker. Auch das müssen wir uns, auch dogmatisch-theologisch, viel, viel mehr erschließen. Also diese im Grunde Sendung als Sendung da zu sein, mittendrin zu sein mit den vielen anderen. Das bedeutet im Grunde ein Transit. Es gibt die vielen Transitzonen in den Städten, die sind davon geprägt, unterschiedlichster Art. Und das heißt, diese Zwischenräume, diese Kontaktzonen, wie auch die Missionswissenschaften heute auch ja auch formulieren, das ist ein wichtiges Stichwort, auch aus den postkolonialen Studien, Kontaktzones und so weiter. Ganz spannendes Wort auch für diese Erneuerung. Was für Kontaktzonen gab es im Grunde dann auch im Blick auch auf das Forschungsprojekt? Wir haben uns 2012 nach einer ersten Phase auch des Zusammenfindens von Gruppen in Brasilien, in Campinas, Porto Alegre, in Buenos Aires, auch nicht nur Buenos Aires, also Argentinien, in Buenos Aires und dann auch in Córdoba, auch eine der großen Städte Argentiniens mit einer großen alten auch Tradition, auch was Wissenschaft, Universitär, die Theologie angeht, in Santiago de Chile und dann in Bogotá, Kolumbien und Mexiko-Stadt. Diese Gruppen haben sich 2011 gebildet. Es sind Kollegen, Kolleginnen, auch Freunde, Freundinnen, mit denen ich auch schon länger unterwegs gewesen bin, auch durch meine auch ehrenamtliche Aufgabe in der Leitung eines Stipendienwerkes, ICALA, Stipendienwerk Lateinamerika Deutschland, und auch früherer auch wissenschaftliche Arbeiten, auch bereits an der Universität in Tübingen. Und auf dem Hintergrund dieser auch verlässlichen, auch wissenschaftlichen Kontakte haben sich dann diese Gruppen gebildet, auch Männer und Frauen, auch ganz bewusst, auch Theologinnen ins Boot geholt, was im lateinamerikanischen Kontext eben noch viel, viel weniger selbstverständlich ist als hier zum Glück im Grunde dann auch im deutschsprachigen Raum. Das heißt, wir haben eine Gruppe von Theologinnen in Buenos Aires um Virginia Ascuy, die eine Schülerin ist von Lucio Gera, dem großen Theologen, dem großen auch Lehrmeister von Papst Franziskus, für eine pastorale und systematische Theologie steht. Also diese Gruppen haben sich gefunden, haben vor Ort überlegt, was für Fragen stehen an Glauben in der Stadt. Und wir haben uns dann 2012
gemeinsam getroffen und haben dann auf dem Hintergrund schon eines kleinen Weges im Grunde in den einzelnen Städten und auch dann wissenschaftlichen Kontexten haben wir eben ein Arbeitsdokument erarbeitet, wo es darum geht, wir müssen unseren Ort, also Zeichen der Zeit, sei es in Mexiko-Stadt, andere Herausforderungen als vielleicht in Buenos Aires oder in Córdoba, das kennenlernen, also auch ein soziologischer Zugang, Transformationen der Megastadt. Auf dem Hintergrund dann im Grunde im Gespräch auch von Soziologie und Theologie sollen über das Projekt Pisten eben einer Theologie der Megastadt in einem interdisziplinären Horizont entwickelt werden und das soll konkret durchbuchstabiert werden, also an dann auch konkreten Beispielen der Pastoral Urbana. Wir haben dann auch im Gespräch eben entdeckt, es gibt in allen Projekten transversale Achsen, die sei es unterschiedlich akzentuiert sind und worden sind, auch von den Forschergruppen. Das heißt, die Gender-Perspektive ein entscheidendes Moment, auch dann die ethnische Zugehörigkeit, da steht oder auch stand gerade dann auch die Forschergruppe in Kolumbien, die mit, wir werden das auch gleich nochmal sehen an der Folie, dann auch Geflüchteten, also auch angesichts des Bürgerkriegs geflüchteten Frauen aus verschiedenen auch indianischen Gemeinschaften dann nach Bogotá gearbeitet haben, durchgehend im Grunde dann auch die Option für die Armen, unterschiedlichste Prozesse von Exklusion eben bedingt, sei es durch eben Geschlecht, Ethnie, Armut etc., aber auch die Generationenfrage, auch der Blick auch auf die altwerdende Generation, genauso in Lateinamerika eine Frage, Herausforderung wie bei uns in den Städten, aber dann auch ein ganz wichtiger Punkt, wir haben auch viele Soziologinnen oder die auch Psychologie studiert haben, da in einem Forschungsprojekt dabei waren, auch das in Lateinamerika, auch für die Sozialpädagogik wichtige Stichwort der Resilienz, Widerstand, das Empowerment als wichtige Stichworte, die genannt worden sind. Diese Projekte, die ich ja hier nicht im Einzelnen vorstellen kann, da kann ich Sie auch vielleicht nur einladen, auch Beiträge aus dem dann auch Buch Glauben in den Megacities vielleicht auch zu lesen. Ist ganz unterschiedlich gearbeitet worden. Es sind kleine Projekte gewesen. Wir haben 1,5 Jahre Zeit gehabt, also für die Arbeit in Projekten. Das heißt, Sie sehen, es ist also kein großes, wenn Soziologen, Soziologinnen hier sind, kein großes, langfristig angelegtes, empirische Studie. Aber mit solchen auch soziologischen Methodiken, quantitativ, qualitativ, ist gearbeitet worden im Projekt. Die Brasilianerin, Brenda Carranza, mit Umfragen in 2 sehr unterschiedlichen Pfarreien. Das war auch ganz spannend, weil nämlich die dadurch auch in Verbindung getreten sind in dieser Großstadt Campinas. Das gehört im Grunde zur Megacity São Paulo, ist selber auch schon eine Stadt von, ich glaube, 500.000 Einwohnern, aber gehört zu diesem großen Bereich, also Megacity. Und dort wurde gearbeitet in einer Mittelschicht-Pfarrei im Zentrum von Campinas und dann aber auch mit einer Pfarrei in einem großen Armenviertel. Und die Gruppen sind auch dort zusammengekommen, was sie vielleicht auch sonst gar nicht gemacht hätten. Das war auch schon ein ganz interessanter Punkt mit dem Stichwort ja auch dann Pfarrei und auch Vernetzung von Pfarreien etc. In Kolumbien der Blick auf eben geflüchtete Frauen, eben die vom Land, auch aus verschiedenen kleinen Dörfern, auch indianischen Gemeinden dann geflohen sind. Ganz anderer Bereich in Mexiko-Stadt hat die Gruppe gearbeitet mit ein paar neuen Formen oder überhaupt gefragt, wie können sich überhaupt, so muss ich so formulieren, wie können sich überhaupt neue Formen einer Pastoral entwickeln in Vierteln, die geprägt sind von Hochhäusern und Blocks und so weiter, gerade dort auch in einer Zone von Mexiko-Stadt, die auch noch in jüngerer Vergangenheit eben stark von Erdbeben heimgesucht worden ist und wo dann in kürzester Zeit wieder Betonblocks aufgezogen worden sind und wo wirklich Leben, das Stichwort Dschungel passt wahrscheinlich dazu, wirklich ist und wie ist da möglich überhaupt dann auch präsent zu sein, als Christen und Christinnen und Gemeinschaft zu werden. In Santiago de Chile ist ein anderes Thema verhandelt worden. Da merken Sie auch die Vielfalt in dem Projekt. Das war für mich selber als Moderatorin das Spannende bei diesem Projekt. Die Frage nach auch der ökologischen Bürgerrechte. Eine Stadt wie Santiago, die es kennen, ganz stark ja auch dann geprägt. Im Grunde je nach Jahreszeit auch von Smog. Da ist dann eine große, dichte Glocke über dieser Stadt, die ja auf der einen Seite von der Hochandenkette, der anderen Seite von der Küstenkordillere umschlossen wird. Und die ökologische Herausforderung, wie die auch ganz konkret schon hinein wirkt, auch in neue Formen pastoraler Arbeit, auch Arbeit mit Jugendlichen, jungen Menschen, das hat die Gruppe gemacht.
die Argentinierinnen oder auch Argentinier, die dabei waren in dem Forschungsprojekt in Buenos Aires, in Córdoba, haben in besonderer Weise auch einen Fokus gelegt auf die Arbeit von Frauen. Dazu auch gleich ein paar Folien und das Verhältnis von Spiritualität und Pastoral als ganz entscheidendes Moment. Hier nur kurz, ohne dass ich das jetzt im Detail, auch die Namen, die für Sie ja auch nicht klingen, das auch aufzeigen möchte, nur dass Sie sehen vielleicht hier die Vielfalt von Studien in Argentinien. Sie haben das so eben genannt, der Sinn, die Praktiken der Spiritualität im Chronotopos, eben der Chronotopos der Großstadt, der Stadt. Und da wurde speziell in Córdoba in einer Stadtpfarrei nochmal dem nachgegangen, auch Partizipation von Laien. In Buenos Aires in einem Armenviertel haben Soziologinnen mit einer Missionsdominikanerin, mit Frauen, die auch selber schon länger mit den Frauen auch arbeiten, in wirklich in ganz, ganz prekären Wohnverhältnissen und auch Frauen, die zum großen Teil allein leben, eben dann die Chef eines Haushaltes sind, Kinder verloren haben durch Gewalt im Wohnviertel, wie sie hier im Grunde gemeinsam als Frauen unterwegs sind, ein wunderbares Projekt, auch dann Verbindung von Pastoral- und Sozialarbeit, dann in vielleicht scheinbar klassischeren Zentren der Jesuiten oder auch anderer Ordensgemeinschaften in Buenos Aires, wer geistliche Zentren, auch neue geistliche Zentren aufsucht. Hier wurden Umfragen gestaltet. Und ein anderer Punkt, ein Bild hatte ich vorhin schon einmal eingespielt, auch mit Erzbischof Bergoglio in der Großstadt, das heißt auch an öffentlichen Orten, vor Bahnhöfen etc. Hier auch die neue Gestalt einer Präsenz von Kirche. Ich meine, was wir in gewisser Weise ja auch, vielleicht auch kennen, das ist auch für die Arbeitsgruppen, auch für die Diskussion, Stichwort Missionszelt etc., aber wie hier im Grunde auch gearbeitet wird. Religiosität, Pastoral an öffentlichen Orten. Und dann auch der Blick ganz konkret, Sozialarbeit, Laienorganisationen, Carolina Batscher, die sich mit einer Gruppe auseinander beschäftigt hat, die sie auch begleitet, die Madres del Dolor, eben auch Frauen, die Kinder verloren haben und die eben auch durch das neu auf dem Weg zu sein, dann auch zu einer neuen auch Stärkung gefunden haben. Und das wurde dann im Grunde auch wieder reflektiert hin, eben auf die Fragen dann, was heißt das für neue Gestalten der Pastoral, auch für das bestimmte auch die Diözesen. Einige der Frauen sind auch Mitarbeiterinnen dann auch von Ortsbischöfen, zum Beispiel Marcella Massini in einer Diözese eben im Nordostteil an der Mecca City, dann auch Buenos Aires. Nur das ein Bild, hier auch Erzbischof Bergoglio oder Kardinal Erzbischof Bergoglio, der hier auch eben mitgewirkt hat, auf der Straße präsent zu sein, à la calle, wie ich es auch einmal ja auch nannte, vor eben großen Bahnhöfen, Verkehrsknotenpunkten. Einige Wochen ist dann ein solches Zelt da, was vernetzt ist, aber auch eben dann mit auch Formen der Sozialarbeit, der Diakonie oder Caritas, das heißt Beratungsarbeit, gleichzeitig Gottesdienst. Es ist auch gleichzeitig aber auch Sakramentenpastoral, also es ist eine ganze Mischung von Formen von Katechese, Pastoral, Diakonie. Hier eben das Bild, das Armenviertel, wo dann die Missionsdominikanerinnen unterwegs war, auch mit der Soziologin, Kirche, die sich entwickeln soll zu einer inklusiven Gemeinschaft, als Nachfolgegemeinschaft von Gleichgestellten. Das hatte eine der Frauen auch genannt, also auch bewusst das Stichwort inklusive Gemeinschaft, Nachfolgegemeinschaft von Gleichgestellten. Also auch dieser Punkt, wir haben uns ja jetzt auch bewegt im katholischen Kontext, im Grunde auch von vielleicht auch bleibenden dann auch Hierarchisierungen etc., Umgang mit Autorität, Macht etc., das waren schon Punkte, die auch die Frauen benannt haben. Darum eben auch von unserer Seite auch bewusst diese Genderperspektive, Frauenperspektive, Empowerment als wichtiges Stichwort, was dann auch theologisch von der Kollegin Virginia Ascuy herausgearbeitet worden ist. Das hatte ich vorhin ja bereits genannt. Da haben Sie eben die Fotos, eben diese klassische oder die Pfarrei mitten in der Stadt, dann unten dann eher die Basisgemeinde und die eben auch über das Forschungsprojekt dann auch zusammengefunden haben. Und begleitet von einer Soziologin, Religionssoziologin Brenda Carranza, die an der Katholischen Universität in Campinas arbeitet und selber eben auch einer Gemeinschaft angehört und mit Studierenden und jungen Frauen auch dann zusammenlebt, auch dort selbst pastoral aktiv unterwegs ist.
Kolumbien. Das war ein sehr berührendes, sehr bewegendes Forschungsprojekt von eben der Theologin, der Kollegin Consuelo Vélez-Caro, geleitet mit einer großen, größeren Equipe und bewegend, weil im Grunde ja auch genau die Fragen auch heute auch weiter reinreichen, auch angesichts des ja doch so angefragten Friedensprozesses und die große Hoffnung da ist, dass Frieden eben werden möge. Und genau diese Situation von Bürgerkrieg war hier präsent. In der Erzdiözese in Bogotá ist schon seit einigen Jahren, da gibt es auch eine längere, eine Equipe von Priestern, die unterwegs sind, auch Pastoral Urbana, und haben auch da das Stichwort formuliert. Das ist jetzt nicht ein Stichwort allein des Forschungsprojektes, also diese Pastoral de la Misericordia, Misericordia und Compassio als Leitmotive. Und dass diese Frauen, eben die vertriebenen Frauen, haben, und das ist eben auch ein bisschen das Berührende für uns auch gewesen, die dann ja vielfältigste Gewalterfahrungen erlebt haben, eben auch, und auch einige der Frauen massive dann auch durch den Krieg, also auch als Kriegspolitik ja von vielen dann auch praktiziert, Vergewaltigungen etc. Das heißt, diese Frauen, die eben keinen Ort gefunden haben, auch dort in der Gemeinde, das ist ja auch eine sehr arme Gemeinde an dem Stadtrand von Bogotá, auch angesichts ihrer Situation. Das heißt, sie mussten auf einen anderen Ort und auch Dach und so weiter, um ein Dach über dem Kopf zu haben, ausweichen. Das heißt, eben auch hier diese Frage nach Exklusion oder wie auch hier dann eine kirchliche Pastoral wirklich auch das ernst und wahrnimmt, dass der Glaube oder alle Gestalten des Glaubens inkarniert sind. Also das heißt, es geht durch den Körper. Und hier im Grunde das Körper und auch Körper dann auch dann den Gewalt widerfahren ist, von Frauen im Grunde ausgeschlossen sind. Also das so als Wahrnehmung und so weiter. Das heißt, hier, wie Lernprozesse notwendig sind auf Seiten von denen derjenigen, die Verantwortung tragen, also für dann die Gestaltung von Pastoral. Also ein wirklich sehr berührendes Projekt. Texte können Sie nachlesen, eben hier das Arbeiten hier mit einer auch Theologie, dann auch der Körper, auch Psychologinnen, die dabei waren in dem Projekt. Und wo es ganz genau auch um dieses Stichwort der Citizenship auch geht, eben um die Bürgerrechte dann auch der geflüchteten Frauen, die eben, also genau das Stichwort von Papst Franziskus und Evangelii Gaudium aufgreifen, die Halbbürgerinnen oder Nichtbürgerinnen im Grunde sind, auch bedingt durch ihre Geschichte und dann aber auch als solche Nichtbürgerinnen dann auch in kirchlichen Kontexten auch wahrgenommen werden. Mexiko-Stadt, nur das Bild hier, ich hatte Ihnen das vorhin benannt, wie überhaupt ist es möglich, präsent zu sein in manchmal auch solchen Gemengelagen von Betonblöcken etc. Und berührend war es für mich auch da zu hören, dass Sie haben auch da Umfragen gemacht, das heißt, da war auch eine Equipe von mit Studierenden waren die dabei, die auch Umfragen dann gemacht haben, die Fragebögen verteilt haben etc. Und dass viele Rückmeldungen waren, oh, jetzt zum ersten Mal ist jetzt jemand von Kirche hier auch bei uns. Und das heißt also eine Präsenz dann auch von der Pfarrei. Natürlich ist das auf dem Gebiet, es sind ja riesige Gebiete ja auch in Lateinamerika, weil man an eine katholische Pfarrei denkt. Ne? Über 50.000, 70.000, wie auch immer, auch dann Mitglieder einer solchen Pfarrei. Und klar, wie schwer es ist, auch präsent zu sein. Und hier dann auch die Bedeutung, die eben Hausgemeinschaften zukommt. Da haben wir auch schon, auch durch viele andere, Benjamin Bravo und so weiter, auch schon eine Equipe von Priestern ist ja auch schon länger unterwegs in Mexiko-Stadt. Das Forschungsprojekt hat auch damit angeknüpft etc. Das heißt Hauskirche etc. Und dann die Bedeutung dann auch von Laien, Männern und Frauen, die natürlich auch geschult werden müssen etc. Was dann auch Aufgabe einer Pfarrei ist. Das heißt, die Aufgaben der Pfarrei ändern sich dann auch im Grunde auch angesichts der Notwendigkeiten von neuen, kleineren Gemeinschaften, die dann auch entstehen sollten dann. Das war hier diese empirische Studie, die auch in Verbindung dann auch mit der Erzdiözese Mexiko-Stadt im Grunde auch entstanden ist und dort auch mit dem Priesterseminar auch der Erzdiözese. Wir haben dann, und das ist im Abschlussbuch, ist das auf Deutsch auch veröffentlicht. Ich habe das auch eben geschickt. Herr Elos hat dieses Dokument kopiert. Wir haben, ich meine, ein sehr spannendes Abschlussdokument auf dem Hintergrund dann dieses Prozesses erarbeitet. Wir hatten uns wirklich mehrfach dann auch zusammengefunden, also die
Arbeitsgruppen geleitet haben und mein Assistent, der Herr Dr. Silber und ich, eben die aus deutscher Seite moderiert haben. Und bevor wir einen Abschlusskongress in Mexiko-Stadt durchgeführt haben, konnten wir uns dann noch einmal ein halbes Jahr vorher treffen, haben dann dieses Abschlussdokument dann schon so vorbereitet und dann noch mal auf dem Kongress dran gearbeitet und das Dokument dann dort verabschiedet. Ich meine, es sind sehr spannende Ideen dort, die ich jetzt nur zusammenfassen kann, hier auch wie auf der Folie, was eigentlich so Leitfaden sind bei allen Arbeitsgruppen gewesen, eben die Pluralität, die Subjektivität als Kennzeichen des Lebens in der Stadt, Armut und Exklusion, die Genderfrage, die Bedeutung eben auch dieser Pluralität von Kirchenmodellen, das ernst zu nehmen, daran zu arbeiten, die Bedeutung eben hier der Citizenship, also öffentlich, in der Öffentlichkeit präsent sein, nochmal die Bedeutung dann von Laien, die Vielfalt der Spiritualitäten, das Miteinander dann von Vereinen und anderen kirchlichen Strukturen, dem nachzugehen. Und so sind dann auch eben diese vier pastoralen Konsequenzen formuliert. Die Kirche steht im Dienst an der ganzen Stadt, aller Menschen, die zu ihr gehören. Die Bedeutung eben dann der Dienstfunktion der Evangelisierung zum Wohl aller. Und das ist eben auch dann nicht fokussiert auf jetzt eine dann auch Kirche im konfessionsspezifischen Sinne hinter Mauern etc., sondern Präsenz in dieser von dieser Reich-Gottes-Perspektive her kommend, dann auch in der Stadt. Ausrichtung der Seelsorge an den Nöten, Hoffnungen der Menschen, die Option für die Armen, die Mitverantwortung aller Glieder der Kirche für ihre Mission, die Förderung, Begleitung der Laien, besonders der Frauen, die kreative Ergänzung der Pfarreiseelsorge durch andere pastorale Formen, die Vernetzung von Spiritualität, geistlichen Zentren mit Pfarreien und Gemeinden. Die Vernetzung eben der Pfarreien dann auch und auch untereinander, so wie wir das eben in Campinas dann auch gesehen haben, unterschiedlicher sozialer, kultureller Kontexte im Dienste der Stadt. Und so haben wir dann Impulse für eine neue Ekklesiogenese versucht dann auch zu geben oder sind dabei ja auch immer die Gruppen, manche sind ja auch weiterhin unterwegs. Es ist wichtig dann auch für dann die Menschen, die dazugehören, dann auch zur, sei es auch dieser Ortspfarrei und so weiter, wirklich einen lebendigen Kontakt zur Kirche zu ermöglichen. Das heißt, es muss müssen neue Zugehörigkeiten zur Ortsgemeinde ausgeprägt werden. Das bedeutet eben im Grunde dann auch, je nach, wir sagen, bei uns gibt es ja auch und so weiter, Milieupastoral, aber es ist wahrscheinlich dort noch ein bisschen anders vielleicht auch zu sehen, weil da vielleicht auch nochmal stärker die soziologische und ökonomische und so weiter Dimension im Blick ist. Also eine Pastoral-Ambiental, ein neues Miteinander von Priestern und Laien fördern, die Kompetenzen der Laien anerkennen, fördern und diese Pastoral de Acogida, das habe ich jetzt bewusst nicht übersetzt, im Französischen haben Sie das, Sie kennen das, wenn Sie auch in Frankreich sind, diese Pastoral de l'accueil, also Acogida ist accueil, also etwas anzunehmen. Das ist ein Wort, was immer wieder kam, Acogida, und wo im Grunde auch die Pfarreien, glaube ich, schon ihren Beitrag leisten, aber das können wir auch gleich nochmal besprechen. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt, ich meine, da spreche ich jetzt als katholische Theologin und vielleicht jetzt im evangelischen, im weiten Sinne jetzt auch Kontext vielleicht etwas anderes, das ist in allen Gruppen war das ein Thema und ich denke, es ist auch Thema von Franziskus. Das merken wir auch in seinen Texten. Die Frauenfrage wirklich ernst nehmen als Zeichen der Zeit, die Charismen der Frauen fördern, neue Dienste, Ämter von Frauen in den Gemeinden ausbilden und wirklich eine inkarnierte, Körper und Seele integrierende Spiritualität ausbilden. Das haben dort auch bewusst die Frauen formuliert. Dazu gehört eben dann das dritte entscheidende Punkt, Spiritualität, Diakonie und Mission gehören zusammen, eine inkarnierte Spiritualität fördern, eine Option für die Armen, die bleibend eben in Lateinamerika von Relevanz ist und darin dann eine lebendige Christusbeziehung ausprägen und aus dem Vertrauen in das Wirken von Gottes Geist die Konversion pastoral und die Konversion ekklesial wagen, also pastorale und kirchliche Umkehr auch wagen. Das wirklich jetzt auch hier sehr, wird auch sehr schnell und so weiter im Schnelldurchgang zusammengefasst, unsere dann auch Ergebnisse. Ich möchte jetzt auch hier nicht alles zitieren, auch angesichts der Zeit, jetzt auch das Podium dann auch abhalten können. Ekklesiogenese, ich möchte Sie einladen, vielleicht auch dieses Dokument der Konferenz von Aparecida, sich vielleicht auch einmal dann im Internet anzuschauen. Sie haben heute ja auch alles sehr gut zugänglich.
Homepage der Deutschen Bischofskonferenz. Auch darüber finden Sie das, die Texte dann auch der Weltkirche. Das sind wunderbare Überlegungen dann auch zu dieser missionarischen Pastoral genannt. Und auch das Stichwort eben hier dieser pastoralen Umkehr. Das hat Erzbischof Bergoglio eben damals als Chef der Redaktionskommission eingespielt aus seiner argentinischen Erfahrung. Dort haben Theologen wie Lucio Jera oder Victor Manuel Fernandes, der ein ganz entscheidender Berater ist für den Papst heute, er hat ihn dann auch im Grunde zum Erzbischof dann, oder dann auch wurde er ernannt und dann auch geweiht und so weiter. Also er war Rektor der katholischen Universität in Buenos Aires. Er hat in mehreren Texten, er ist Pastoraltheologe gewesen, aus der Diözese Rio Cuarto, hat dieses Stichwort der pastoralen Umkehr dann durchbuchstabiert. Und da kommt im Grunde diese Formulierung des Papstes auch her. Das ist hier wunderbar eben auch benannt, auch in dieser Verbindung von Pfarrei, Sozialarbeit, Diakonie Caritas und Mission und Förderung der Spiritualität, bis hinein eben dann auch in das neue Miteinander. Hier heißt es eben, wie so schön immer katholisch immer heißt, das ist eine schöne Formulierung auch von Hirten und dann im Grunde auch Gemeinde und auch Priestern und auch Laien. Das heißt, was bedeutet dann im Grunde auch doch dann auch dann im Blick auf die Strukturen aus diesem missionarischen, evangelisatorischen Geist auch bereit zu sein, Strukturen aufzubrechen. Genau in diesem Sinne dann eben von Papst Franziskus, a la calle oder a la calle, argentinisch ausgesprochen. So viel zu meinem Impuls.